Leute, Gamescom-Zeit. Ihr werdet heute einiges Tolles sehen. Unter anderem Nico. Das ist Nico. Nico spielt auch Computerspiele. Hier am Level Infinite Stand. Ist gerade sehr laut, aber ist nicht so schlimm. Ich zeige euch heute ein bisschen was zu Exoborn. Exoborn ist ein neuer Shooter im Extraction-Bereich AMK. Und da gibt es richtig tolle Sachen zu erleben. Und ich hatte das Glück, dass ich... Wann war das? Mai. Im Mai. Im Mai waren wir in Malmö. In Malmö. Was seht ihr? In Schweden bei Sharkmob. Das ist die Studio, die entwickeln das Spiel hier. Ja? Und das wird von Level Infinite. Von Level Infinite gepublished. Ne? Wenn euch solche Spiele interessieren, dann bleibt doch mal dran. Und Nico? Der ist auch ein, zweimal zu sehen. Also. Viel Spaß! Cut. Ich hatte also das Glück, das neue Extraction-Shooter-Game von Level Infinite und Sharkmob auszuprobieren. Wer von euch auf der Gamescom war, konnte sich das Spiel auch schon mal anschauen. Man konnte zwar vor Ort nicht spielen, aber es gab die Möglichkeit, sich da einige Eindrücke zu verschaffen. Und für alle Fans des Genres konnte man auf jeden Fall schon mal ein bisschen erhaschen, worum es denn in dem Spiel geht. Wie man auch sieht, tolle Cosplayer und der super tolle Fabian Sigismund haben das Ganze auch auf der Stage schon mal vorgestellt und haben ein paar Eindrücke auch nochmal über die Bühne vermittelt und haben das Ganze dann auch einfach nochmal vorgestellt. Und dazu wurde ich im Mai bereits nach Schweden in die Studios eingeladen zu einem exklusiven Test mit anderen tollen Influencern. Und das hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, kann ich auf jeden Fall nur so sagen. Vielen lieben Dank für die Einladung an Sharkmob und auch an Level Infinite. Wie gesagt, in Schweden waren einige deutsche Streamer wie zum Beispiel Fabian Sigismund, TwoTwistedTV, MayaTV, Knüppelpaste, ich und auch weitere aus dem internationalen Bereich in Europa eingeladen, um das Spiel mal ausgiebig zu testen. Und wir wurden tatsächlich als Experten aus dem Genre eingeladen, um dem Ganzen einfach mal ordentliches Feedback zu geben. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, die Devs waren wirklich sehr, sehr dankbar dafür, was wir den Leuten da so mitgegeben haben. Das fand ich sehr super, weil wir natürlich immer was zu meckern haben im deutschen Bereich. Und das finde ich natürlich dann stark, dass man uns da auch mal wirklich fragt, worauf kommt es eigentlich an? Was können wir noch anpassen? Ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, es hat sich ein bisschen was getan, seit wir im Mai eben in Schweden das Spiel testen durften. Hierzu gab es dann natürlich zu Design, Gameplay, Inhalten, generell das Map-Verhalten, wie spielt man das Spiel, worauf kommt es an, was ist wichtig, um auch Spaß und langfristig Spaß in dem Spiel zu haben. Das sind alles Dinge, die wir angesprochen haben und wo auch wirklich viel Gehör für gefunden wurde. Wir haben natürlich auch so eine kleine Roadmap bekommen, dazu kann ich natürlich jetzt gerade nicht so viel sagen, aber im Endeffekt ist es so, ich hatte das Gefühl, uns wurde wirklich zugehört und das hat mich sehr gefreut und das hat auch einfach sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten da eine sehr gute Zeit, das Ganze ging über 2 volle Tage und wir mussten da natürlich auch ordentlich ackern. Also zocken ist natürlich ein absolut schwerer Beruf. Im Spiel sehen wir natürlich, das Ganze ist in Third Person. Wir haben ein sogenanntes Exo-Rig an, das ist die Rüstung, die wir hier sozusagen tragen. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Skills und verschiedenen Attributen. Das Ganze hilft natürlich dabei, auch vielleicht eine kleine Comp unter den Freunden dann zu erstellen. 3 Leute sind dann jeweils in einem Team. Ihr seht auch unten diese blauen Balken, das sind dann Rüstungsplatten, die man natürlich in dieses Exo-Rig reintun kann. Neben der normalen Health-Anzeige kann man sich also nochmal verstärken. Verschiedene Rigs haben auch verschiedene Rüstungsstärken und dementsprechend auch verschiedene Tierstufen. Es gibt bis zu 5 Tierstufen in diesem Spiel, die man dann auch mit der Zeit aufwerten kann. Das Ganze gilt auch für Waffen, für Modifikation zum Beispiel. Dadurch, dass es PvE-PvP ist, hat man natürlich auch viele NPC-Gegner vor sich. Und die Map verändert sich auch über Elemente der Natur. Also zum Beispiel Wirbelstürme gibt es und es soll auf jeden Fall noch einiges dazukommen über die Zeit hinaus. Man kann auch in die First Person gehen, aber es ist tatsächlich kein First Person Modus geplant. Es gibt auf der Map verschiedene Extraction Points natürlich, die einen da natürlich aus der Map helfen. Man lootet, man macht Quests und Objectives sind natürlich auch auf der Karte, um besseren Loot zu bekommen. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Waffenverhalten ist eine Sache, die da sehr viel beigesteuert hat, dass das Spiel auch Spaß macht. Also es hat auf jeden Fall ein sehr gutes Waffenhandling gehabt. Also man hat das Gefühl gehabt, man hat viel Kontrolle über seine Figur und auch über die Waffen, mit denen man schießt. Es gibt da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, entweder mit SMG, mit einem MG, mit einer AR oder auch mit einem Sniper-Rifle.
Und das sind natürlich alles Dinge, die wir ausgiebig testen durften. Jetzt auf der Gamescom wurden wir dann nochmal exklusiv eingeladen, um uns die Neuerungen anzuhören, um die Entwicklungen weiter mitzuverfolgen. Und auch da muss ich sagen, bin ich ultra dankbar, dass ich zu sowas mal eingeladen wurde. Also ich meine, ich bin Kalle Kuschinski, der dicke Mann hier in der Mitte, und der lacht sich hier einen ab, weil er hier natürlich seine Meinung abgeben soll. Und ich finde das wirklich eine tolle Sache, und an der Stelle habe ich mich auch irgendwie gewertschätzt gefühlt. Zum Movement, es gibt Leiter, es gibt Greifhaken, man kann sich natürlich, wie gesagt, mit den Exo-Rigs auch absprechen. Es gibt verschiedene Perks, die die verschiedenen Rigs haben. Hier haben wir zum Beispiel jemanden, der sich kurze Zeit unsichtbar machen kann. Andere wiederum können sich ultra schnell bewegen. Andere wiederum sind ein bisschen tankiger. Die Wirbelstürme hier zum Beispiel, die interagieren dann auch nochmal mit den Gleitern. Die kann man auch nochmal als Schwung nutzen. Man sollte aber nicht zu nah ran, weil er tut dann weh. Aber im Endeffekt hat man auch relativ schnell raus, wie das Ganze funktioniert. Und man kann da, glaube ich, durch die Vertikalität des Spiels für viele Outplays sorgen und den Gegner auch schnell mal überraschen. Ziplines sind auch verfügbar. Es gibt Fahrzeuge auf der Map. Also es ist viel zu tun, es ist viel zu entdecken. Und dementsprechend hat man dann natürlich auch ein rasantes Spiel tatsächlich. Man legt hier also auch Wert auf Geschwindigkeit, und Loot ist natürlich auch teilbar. Man kann seinen Freunden mal was zuspielen. Man kann auch mal sagen, hey, ich brauche hier gerade das und das Item für eine Quest. Das ist alles möglich. Die Fahrzeuge, muss ich sagen, da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass sie super relevant sind. Aber es ist natürlich gut, dass man sowas da drin hat. Es soll auch mehrere Maps geben. Am Anfang wird es wahrscheinlich erstmal nur eine geben. Aber im Grunde ist es so, dass mit der Zeit natürlich auch weitere Maps ins Spiel kommen sollen. Generell kann man auf jeden Fall sagen, dass Exoborn ein sehr actiongeladenes Spiel ist und man das Gefühl bekommt, dass man in einer dynamischen Welt lebt. Also es verändert sich ständig was, ständig poppen irgendwelche Events auf. Da ist es natürlich an den Entwicklern, da die perfekte Balance zu finden. Ich muss sagen, in den knapp 10 Stunden, in denen ich das Spiel jetzt spielen durfte vor Ort, hatten wir einen Haufen Spaß. Uns hat natürlich nicht alles so hundertprozentig gefallen, aber wie gesagt, uns wurde dazugehört. Ich habe das Gefühl, wir sind da auf jeden Fall an der Quelle und können da das Feedback geben. Zur Monetarisierung und den Shops haben wir bisher noch keine genauen Informationen bekommen, aber es wird natürlich auf jeden Fall einen Battle Pass und auch Skins geben. Falls euch das Spiel interessiert und ihr jetzt schon das Gefühl habt, oh, da will ich auf jeden Fall mal reinschauen, dann könnt ihr das Spiel natürlich ab sofort wishlisten, und ihr könnt euch auf der Webseite auf jeden Fall auch schon für den nächsten Playtest anmelden, denn ihr könnt natürlich mit ein bisschen Glück auch schon mal in das Spiel reinschauen, sobald der nächste Playtest live geht. Ich werde auf jeden Fall nochmal reingucken, vor allem, weil ich natürlich jetzt auch eine gewisse Historie damit habe. Bedanke mich nochmal bei Sharkmob und Level Infinite natürlich, dass ich das Ganze mit begleiten darf, und freue mich auf jeden Fall, demnächst wieder in das Spiel reinschauen zu dürfen. Und bei Release werde ich es mir natürlich auch nochmal angucken, um ein schlussendliches Fazit ziehen zu können. Schaut für Wishlist und Playtest-Anmeldung gerne in die Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich euch, euer Baba Kalle aus Respekt. Wir hören uns das nächste Mal. Tschüssikowski und adieu.